Das ist jetzt etwas enttäuschend, ja. So, wir gucken mal rein, ob es bei den Gesetzen noch was zu ändern gibt. Das haben wir ja gesagt. Ich würde gern irgendwie... Ja, Vasallen ist halt blöd, ne? Dass wir noch mehr Vasallen bekommen. Da müssen wir hier bei der Zentralisierung wieder zurückgehen. Wird mal 5 mehr bekommen. Dass wir hier zurückgehen, will ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Und Vasallenlimit hier haben wir ja schon alles ausgeschöpft. Haben wir nicht mal hier umgestellt auf minimalen Truppenfokus? 1. Juni. Oh, können wir bald machen. 1. Juni. Ich dachte, wir hätten hier schon mal erhöht. Oh, wir können ja hier... Können wir Gesetze jetzt komplett ohne den Rat machen? Stimmt. Wir haben ja die Macht des Rates so sehr beschränkt, dass er keine Macht mehr hat. Oh, richtig. Das heißt, wir können jetzt schalten und walten wie ein richtiger Despot von Bosporus. Das ist ja perfekt. Das ist ja wunderbar. Und das nächste wird... Nee, extern passt ja. Das passt auch. Ich glaube, wir haben gesetzmäßig haben wir schon alles ganz gut eingestellt. Der Rat kann uns gar nichts mehr. Außer natürlich wieder irgendwann eine Fraktion für Erhöhung der Macht des Rates machen. Heute trinke ich mal keinen Kaffee, habe eine tolle Alternative gefunden. Was denn, Wall? Macht des Rates beschränken, wo habe ich das schon mal gehört? Da kann nur Gutes bei rauskommen. Auf alle Fälle. Was auf alle Fälle jetzt gut ist, ist, dass es aktuell keinen Dschihad gibt, was mich wirklich, wirklich sehr freut. Ich würde gern ihn hier töten lassen. Er ist 50 Jahre alt. Wir können es ja mal probieren, ob da was geht. Weil, wenn dann ein neuer an die Macht kommt, vielleicht können wir den ein bisschen schmieren, dass er uns besser leiden kann. Ah, sieht nicht so aus. 12%, 9, 5, 9. Das reicht nicht für einen Kaiser. Na gut. Na gut, dann machen wir das so, wie wir das ursprünglich auch angedacht haben. Dass wir warten, bis wir auf 0 sind. Und ich hoffe, ich kann das so durchmachen, dass wir dann einen Krieg nach dem anderen erklären und kurz vor dem Abschluss des letzten Krieges immer wieder einen neuen Krieg erklären und den dann ausfechten und dann wieder kurz vor Abschluss den neuen Krieg erklären. Damit halten wir die anderen relativ klein und wir marschieren hier quasi durch. Das Feature wäre in EU4 cool. Was denn für eins? Das Ratsfeature? Es kann aber auch sehr nervig sein. Es kann auch sehr nervig sein, wenn im Rat wieder mal alle dagegen sind. Und 2 Monate später sind komischerweise wieder auf einmal alle dafür. Hatte ich auch schon. Ach so, dass man niemanden ermorden lassen kann. Ja, da brauchst du es ja eigentlich nicht. Wen willst du denn ermorden lassen? So, steht hier noch irgendwas Wichtiges hier oben. 81%. Reich von Ostfrankreich könnte man ja schaffen. Reich von Frankreich, Reich von Hispanien. Ich habe ja noch so viele Reiche nicht gespielt. Wahnsinn. Reich von Karpaten. Alles Mögliche. Schwache Ansprüche. Haben wir hier irgendwo was Größeres? Königreich Bütoniad. Bütoniad. Wo ist Bütoniad? Ach, hier oben. Oh, wir haben hier einen schwachen Anspruch auf dieses gesamte Königreich. Das wäre ja echt fein. Das wäre echt fein. Ich kann... Oh, stimmt. Wir haben ja einen Nicht-Angriffspakt jetzt mit ihm. Normalerweise müsste der aber dann weg
verschwinden, wenn er stirbt, oder? Müsste dann eigentlich verschwinden. Hoffentlich stirbt er bald. Da haben wir ja irgendwie unsere Tochter, unsere Schwester oder so, haben wir hochverheiratet. Irgendwann mal. Wall, vielen Dank für die Bits. 400. Hab vorhin beim Einkaufen verschiedene Sorten Bier und Biermischgetränke. Ah, okay, du bist jetzt quasi umgestiegen von Kaffee auf Bier. Kann man bestimmt besser schlafen als mit Kaffee, würde ich meinen. So, was ist eigentlich aus dem... Oh, jetzt kommt er nicht mehr. Aus der Bedrohung geworden vom Wukun. Der ist jetzt weg, der hat sich's anders überlegt. Ah, ich hätte ihn gern noch eingesperrt. Hm, sehr ärgerlich. Schade. Dann hier oben wieder eine Revolte. Ich wollte auch mal schauen. Moment mal eben. Welche Provinz wir hier oben abgeben könnten, um eventuell dann quasi die... Wir könnten hier oben... Ist ja bei uns alles rot, ne? Ja. Muss das ein bisschen vergleichen hier. Bis hierher. Und bis hierher. Okay. Also, alles was hier über der Provinz liegt, also das hier alles und das hier, was hier drüber liegt, das bräuchten wir alles nicht. Theoretisch könnte man zum Beispiel das hier, könnte man hier die Unabhängigkeit gewähren. Oh, das ist ja Wahnsinn. 2,56% Bedrohung senkt das nur. Das ist doch witzlos. Ich dachte, das wären 10-20%. Wenn wir die rauslassen. Ah, okay. Nö. Das ist es mir nicht wert. Kapituliert unter georgischer Revolte. Ach so, können wir nicht geben, weil er revoltiert aktuell. Hier unten. Da haben wir jetzt... Oh, da haben wir jetzt 10%. Weil es ein bisschen größer ist natürlich. Aber das ist es mir nicht wert. Bin ich nicht. Wir gewähren keine Unabhängigkeit. Wo kommen wir denn dahin? Sehr schön, dass du deinen Nutzernamen geändert hast, weil endlich kenne ich dich dann auch auf Twitch. Das ist gut. Sonst hätte ich es eh wieder nicht gecheckt. Land verschenken? Zu heiß verduscht? Verduscht? Geduscht? Was? Wer verschenkt den Land? Du meinst wegen der Unabhängigkeit? Nee, machen wir nicht. Also wenn wir da 20-30% bekommen würden, dann hätte ich es schon gemacht. Der Papst kommt wieder mal. Wer hätte das gedacht? Können wir das mit unseren eigenen Einheiten schaffen? Treffen uns hier oben. Dass hier von Paris auch nur 430 Einheiten rauskommen, das ist schon sehr erbärmlich. So, wir haben wieder ein bisschen Plus aktuell. Haben immer noch Nachschub, aber da sind wir fast durch. Dir auch bald. Okay. Hallo Punkrock, Diver. Was ist denn mit dir los? Einen schöner. Alles in Ordnung. Ich habe dich trotzdem verstanden. Überhaupt kein Problem. Ist er denn der Papst? Papst? Wo sitzt er denn mittlerweile? Jetzt ist er hier unten. What? Tatsächlich, hier ist er. Ah, da hätten wir unsere Einheiten gar nicht ausheben müssen. Jetzt muss er von hier unten hoch nach Trier laufen. Ah, Anspruch auf Sundgau. Ja, muss er auch hier hochlaufen. Okay, dann brauchen wir unsere Truppen eventuell gar nicht. Wir werden uns mal hier sammeln. Nur falls wir ihm jetzt nicht nachlaufen können.
könnten auch mit dem Schiff fahren. Wir laufen mal. Wenn wir zu Fuß laufen, ist es gut für die Gesundheit. Mal schauen, ob wir ihn einholen. Er ist ziemlich langsam, habe ich das Gefühl. So, dann warten wir einfach mal hier auf ihn. Ah, dann nehmen wir ihn in die Mangel. Da wird er schon in die Mangel genommen von der paphlagonischen Armee, die leider verliert. So, jetzt bleibt er hier stehen. Pech gehabt, lieber Papst. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt läuft er hier rüber. Was? Bei der Armeestärke gibt es da überhaupt noch Gegner? Die haben doch alle zusammen weniger. Ja, wenn die natürlich wieder wie vorhin beim Dschihad von allen Seiten angreifen, dann ist es halt einfach nur nervig, weil die dann so schnell belagern, dass du nicht von einer Ecke zur anderen laufen kannst, so schnell, dass alles wieder quasi passt. Und die können schon noch Einheiten aufstellen. Also das funktioniert schon noch. Ne? Deswegen ist es ja, deswegen müssen wir ja immer warten, weil wir jetzt mit der Bedrohung hier immer das Problem haben, dass wir, dass dann sich so viel dem Krieg anschließen und wir dann ewig lang immer Krieg führen müssen um 2, 3 Provinzen. Das ist natürlich sehr nervig. Bin heute mit dem Einkaufswagen, was war denn das für ein Blitzer jetzt? Habt ihr das auch gesehen? Bin heute mit dem Einkaufswagen durch den Laden, bis eine ältere Frau angefangen hat, mir Sachen in den Wagen zu werfen und nicht gecheckt hat, dass ich nicht ihr Mann bin. Vielleicht bist du ihr Mann. Oder das ist die neue Dating-Masche. Hä, wir haben... Ah, jetzt hat er hier noch Einheiten. Vielleicht ist das die neue Dating-Masche, wo man einfach da mal schaut, dass man andere kennenlernt. Wieso nicht? Hm? Bei Leitkäse habe ich eingegriffen. Das wird mir da zu hart. Würde ich auch. Leitkäse geht gar nicht. Der schmeckt ja nach gar nichts. Denn hier noch für 227? Wo kommen die denn her? So, guter Papst, da ist er auch schon. Krankheit behandeln lassen, das hat vorhin wunderbar geklappt. Ich hoffe mal, das klappt jetzt auch. Jawohl, genauso war es vorhin auch. Ich hoffe, wir werden wieder so 60 Jahre alt. 3. November... Ein Tab. Ein Tab. Ein Tab. Die war 60 plus. Na und? Auch reifere Damen haben suchen Partner. Stell dich nicht so an. Bist auch nicht mehr der Jüngste, oder? Was? Wieso bist du denn verwirrt, weil? Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du Unterstützung? Jetzt stehen hier oben auch nochmal Truppen. Okay. Hat jetzt eigentlich... Der ist... Ich verstehe es nicht. Das ist so... Der hat die einmal ausgehoben oder was und gibt die nun mal her. Ständig sind die angeworben. Oh, sie sind Vasallen vom Königreich Sardinien. Oh. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Die sind Vasallen hier. Sind die hier unten? Wo haben die denn ihre Flagge? Das ist ja ärgerlich. Deswegen bekommen wir die nicht mehr. Die waren irgendwann mal unsere Vasallen. Die war Räger. Die haben auch immer, die sind auch immer angeworben. Von Disput Eustratius von Anatolien. Na gut, ich will mal nicht so sein. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Geld, wir können uns auch die normalen Söldner leihen.
leisten. Es nennt sich Boitoi. Nicht immer. Nicht immer. Hättest halt mal geschaut, ob sie ein bisschen Geld hat. Ne? Vielleicht war sie recht geschminkt, hatte eine teure Tasche oder so, dann hättest du dich schon mal überwinden können. So, wir müssen nochmal aufrüsten. Das heißt, wir sind wieder nur geringfügig im Plus. Aber ich will das erstmal voll machen. Da sind wir aber bald schon soweit. In ein paar Monaten ist es soweit. Da bekommen wir wieder Kohle. Die hat dich gar nicht gesehen. Aber die hat doch dann irgendwann gemerkt, dass sie die Sachen bei dir in den Einkaufswagen schmeißt. Da muss ich dich doch gesehen haben. Oh, was ist jetzt hier los? Syrien. Frankenflasche drüber und ab fürs Vaterland. Hallo? Mal ein bisschen zusammenreißen hier mit Würde. Die hat bestimmt einfach nur ein bisschen Kontakt gesucht. Du hast sie wahrscheinlich gleich mal abgewürgt. Anstatt, dass du mit ihr mal ein bisschen sprichst. Die Suppenküche in Konstantinopel brannte leider vor kurzem nieder. Was die ganze, die große Suppenküche. Viele der Armen drohen deshalb zu verhungern. Das können wir natürlich nicht zulassen. Sie sollen Geld und Nahrung erhalten, weil wir wohltätig sind. Oder nur Gold? Ja, 100 Pietät. Können wir eigentlich noch mehr Gefolge aufrüsten mittlerweile? Ja. Können noch mal ein bisschen einkaufen. Schlechte Nachrichten aus Konstantinopel. Ja, passt schon. Dann bringen wir euch auch noch runter. Rock hoch und rein im Pflock. Jetzt geht's aber los, Fall. Du wirst gleich gesperrt. Was sind denn da das für Nachrichten? Bin ja empört. 820 Gold für die Arme. Pff, die sollen gefälligst arbeiten gehen. Sei nicht so glaubi. Wir haben's ja. Ein kleines Stück Land in Konstantinopel will er kaufen? Nein. Wir brauchen kein Geld. Aktuell. Komischerweise haben wir jetzt wieder 105, obwohl die immer noch verstärkt werden. Ah, es werden nicht mehr so viel verstärkt, deswegen. Wir halten nochmal ein bisschen Gold. Die hier unten müssen demnach fertig werden. Ah, eine ist jetzt fertig, deswegen bekommen wir jetzt auch wieder Kohle. Und die zweite mit großer Einheit ist auch bald fertig. Und die dritte, die jetzt da angelatscht kommt, die wird dann nur leicht aufgefüllt. Das kostet auch nicht so viel. Und deswegen haben wir wieder so viel Kohle jetzt. Aber ich bin so dankbar, dass der Dschihad jetzt nicht kommt. Auch wenn wir 1,5 Stunden jetzt quasi für nichts vergeudet haben. Außer natürlich, dass wir was gelernt haben mit der Reisvergabe. Aber da bin ich jetzt schon sehr froh, dass aktuell kein Dschihad kommt. Und gleich wird die Meldung aufpoppen. So, bei den Leuten hier ist auch alles okay. Können wir technologiemäßig was machen? Schiffsbau haben wir sehr vernachlässigt. Brauchen wir aber auch nicht großartig. Schwere Infanterie könnte man mal investieren. Oder wir warten auf die Militärorganisation. Allerdings dauert das noch ziemlich lang. Gehen mal auf die schwere Infanterie und wir gehen auf, oh stimmt, wir können ja wieder was bauen dann. Stadtwache, Universität, Burg. Ich würde fast sagen, wir gehen auf die Stadtinfrastruktur, damit wir wieder schön was bauen können.
Wir können hier auf die Majestät gehen, damit wir kurze Regierungszeit keine Abzüge mehr bekommen. Wäre ganz gut. Meinung der Kirchenvasallen plus 3. Stadtvasallen plus 3. Feudalvasallen plus 2. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen hier. Toleranz brauchen wir nicht. Orthodox ist die einzig wahre Religion. Dann machen wir mal Majestät. Oh, dann können wir trotzdem noch hier oben auch machen. Na dann. Wunderbar. Unsere Enkelin. Wir haben eine Enkelin. Unsere Enkelin. Moment mal eben. Ah, er hat noch keinen Nachwuchs. Jetzt ist sie schon 44. Wir brauchen eine neue Frau. Wir brauchen für unseren Sohn eine neue Frau. Können wir hier Exkommunikation ersuchen und die dann einkerkern und scheiden lassen oder so. Das ist natürlich blöd jetzt. Wenn der keine Nachkommen hat. Oh, sie hat Kinder. Hä? Sind die aus erster Ehe? Es sieht fast so aus. Oh, und sie hat sogar hier schlau. Dann müssen wir uns ja um die kümmern. Kind ausbilden. Eigentlich müsste die dann Nachfolger sein. Nach unserem Sohn. Würde ich mal meinen. Könnte ich mir vorstellen. Sehe ich das hier drin? Prinzessin Sybilla vom Römischen Reich. Ach, unsere Tochter jetzt. Aber die ist ja normaler. Das wird sich dann entscheiden. Der hat ja prachtvolles Haar hier. Guckt euch das mal an. Das sieht ja aus hier wie Prinz Löwenherz. Die Prinzessin Sybilla. Schwindsucht. Na gut. Überall die ganzen Leute, die Red Dead Redemption 2 streamen. Ich habe auch mal reingeschaut. Ich würde es gern spielen, aber ich habe halt keine Konsole. Keine PlayStation oder so. Kommt das auf Xbox auch? Also Xbox habe ich ja auch nicht. Du hast die Haare schön. Oh, du hast die Haare schön. Du hast die Haare schön. Wo ist das her? Kenne ich auch noch irgendwo. Ist das vom Helge Schneider oder so? Ich glaube schon. Yeah, PC Master Race auf alle Fälle. So, ich würde mal meinen, wir werden ein bisschen unsere Provinzen ausbauen. Nachdem wir jetzt schon sehr viel Geld bekommen. Ja, du bekommst nix. Wir fangen mal an hier mit dem Hospital. Da ist alles durch. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir hier nicht mehr bauen können. Ich meine, wir haben ziemlich viel Kohle ausgegeben, aber ich hätte mir gewünscht, hier wäre noch ein bisschen mehr auszubauen. Dann Handelswert erhöhen. Hier drin können wir noch nichts machen. Wir hätten die Burginfrastruktur machen müssen. Ah, wir hätten auf die Burginfrastruktur gehen müssen. Hier oben. Ah, können wir sogar. Ha, sehr gut. Steuereinnahmen, jawohl. Dann, hier drin wird gebaut. Hier noch nichts. Steuereinnahmen. Sehr gut. Mit ganz viel Glück kommt Red Dead Redemption 2 auf den PC. So wie der erste Teil. Was ist mit Mickey Krause, Punkrock Diver? Ach so, ah. Du hast die Haare schön. Carlson sagt's auch. Mickey Krause hat die Haare schön. Hallo, auch ja. Wie ging das nochmal? Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Ich hab da irgendwie was... Keine Ahnung. Ich weiß es ja auch nicht. So, die große Investition ins Krankenhaus machen wir noch nicht. Die machen wir ganz zum Schluss, wenn wir ganz viel Geld haben. Burgmauern, jawohl.
dann hier unten. Das ist so befriedigend, wenn man die Kohle hat, um hier Sachen bauen zu können. Das macht so viel Spaß. Also mir jetzt. So, das machen wir auch erst später.